Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Forza Motorsport 7. Es geht natürlich weiter im Forza Drivers Cup. So war schon echt letzte Meisterschaft in der Expertenmeisterschaft. Ja, Doppelmeisterschaft, das muss so sein. Und ich habe wirklich eine sehr bestimmte Tasse zu fahren. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich das hier fahren werde, Wiedergeburt des GT Racing, aber heute habe ich ein kleines Geschenk bekommen, was ich gleich mal uns anschauen werde. Denn wir gehen jetzt auf Masters Open. Ein offenes Rennen, in dem Fahrer mit Autos derselben Klasse gegeneinander antreten. Das sorgt für spannende Rennen. Dagegen kann nun wirklich niemand etwas einzuwenden haben. Das hoffe ich doch. Und da ist auch schon der Wagen. Zwar endlich kam der Wagen, kam vor, weiß ich, eine halbe Stunde an. Nämlich der 911 RSR. Den man ja bei, ich glaube, der Rivalen-Herausforderung gewinnen konnte über die Weihnachtstage. Das endete, glaube ich, am 2. Januar, wenn ich mich nicht ganz irre. Jetzt ist das Ding endlich in meiner Garage. Und der war ja schon beim Rivalenrennen, der war da schon ziemlich geil, muss ich ja sagen. Ich bin sowieso ein riesen Porsche-Fan, wie es vielleicht einige wissen. Ich meine, so ein RSR ist halt. Oh, es ist schon. Ist schon sehr, sehr lecker. Dubai, Den Wagen kann ich ja nicht so lassen, theoretisch. Ich kann mal gucken, was da noch so tunbar ist. Ich denke mal nicht viel. Vorigen Besitzer, wie so ein voriger Besitzer, hä? Das Ding hatte keinen vorigen Besitzer. Der ist neu. Den habe ich schon bekommen. Habe ich auch geschenkt bekommen von Turn 10. Antriebsleiter leichtere, warum nicht? Und punktemäßig ist da noch alles drin. Okay, es geht noch ein Luftmengenbegrenzer. Okay, das ist der Serie. So, das hier jetzt. Ist der zugelassen? Wie ist der zugelassen, ne? Der ist auch zugelassen, oder nicht? Das Ding ist upgradebar bis, what the fuck, 544 kW. Das sind, grob überschlagen, 730, 740 PS. Auf 1,2 Tonnen Brennwagen. Alles klar, nee, das hier hinterher lassen wir mal. Sonst geht da. Der Reifen geht noch was. Das geht eine andere Reifenmischung, bestimmt Drag-Reifen. Genau. Warum nicht? Es geben breitere Reifen vorne. Ja, schon. Neben sich vorne schon mal 310er. Das ist ja schon mal ganz gut. Und hinten, ja gut, hinten geht noch breitere Reifen tatsächlich. Bauen wir mal. Könnten wir, glaube ich, gebrauchen. Ja gut, Felgen, lassen wir alles so. Lackierung ist auch ziemlich geil. Halt so Porsche typisch. Jetzt nothing special. Boah, der Ding hat schon eine kurze Übersetzung, ne? Das ist schon Hammer. Top Speed ist auch reich. Muss erstmal mache ich die Aerodynamik ein bisschen runter. Ja. Erstmal. Müssen erstmal gucken, wie der sich so fährt. Stoß hier, ne? Also Porsche ist ja auch sowieso ein ziemlich schmales Auto, ist ja überhaupt nicht breit. Und dann RSR ist ja dann auch noch mal so gut wie gar nicht breiter. Ist ja richtig schmal, das Ding. Also da kann man ruhig mal, ne? Ein bisschen Sturz machen, sieht es doch ein bisschen breiter aus. Als der Wagen ja ohnehin schon ist. So. Aktuell sagt er 5,5 auf 60 Meilen. Das glaube ich wohl kaum. Komma 2, obwohl, das finde ich auch ganz schön viel jetzt eigentlich, ne? Für so einen GT-Wagen. Jetzt nicht so mega schnell. So ungefähr. Eigentlich wäre auch ein längerer erster Gang besser, ne? Ja, komm hier. Nein. Also noch ein bisschen länger. Kann ja wohl nicht so schaden. So. Soll erreichen. Ja, gute 4 Sekunden auf 60 Meilen. Auf 100 Meilen haben wir 7,4. Top Speed 2,84, das reicht. Denke ich mal. Also für Dubai sowieso. Strecke ist fertig geladen. Dubai, wir fahren die Stadtstrecke. Die ich so gut wie nicht fahre. Wenn schon die ganze Strecke. Ne, wenn schon, denn schon.
Und KI lasse ich erstmal, oder wie habe ich den eigentlich eingestellt? Ich guck mal kurz. Wo war das nochmal? Genau hier. Rennlänge Standard, hier reichen drei Runden. Driver, die ist Experte, lassen wir erstmal auch so. Und ich muss ja schon viele Punkte holen in der Meisterschaft. Das wäre ziemlich wichtig. Oh, ist das Ding sexy einfach nur. Der Sound gleich, warte. Wenn mir das kein Sound ist, dann weiß ich auch nicht. Und dann ist echt was falsch. Ich habe gerade ein ziemlich großes Problem. Ich komme gleich wieder. Warte, kurz, Moment. Ich muss Batterien wechseln. Das werde ich alles nicht rausschneiden. Ich habe nämlich zum Glück immer Batterien fast griffbereit hier liegen. Die auch meistens voll sind. Ist nur blöd, wenn sie nicht voll sind. Dann habe ich echt ein Problem. Aber sind gestern, nee, doch gestern vollgeladen worden. So, wieder alles richtig machen. So. Achso, ja. Man sieht wieder, ich bin diese Strecke nicht gewöhnt. Jetzt wollte ich wieder geradeaus fahren. Das ist ja die kurze Variante, eine kürzere. Oh Gott, ich kann mir gerade gar nicht klar. Ich habe zwar die Tage wieder noch ein bisschen Horizon 3 gespielt. Ist halt etwas ganz anderes. Noch ein paar andere Spiele. Weil viele Spiele von der 360. Da gab es noch so viele geile Spiele für die Konsole. Wovon auch viele mittlerweile abwärtskompatibel sind, was ich sehr gut finde. Kann man wieder ein paar alte Klassiker zocken. Letztens noch wieder, auch gestern habe ich wieder Forza Horizon 1 gespielt. Aber geil, das Spiel einfach. Ich habe noch ein bisschen Assassin's Creed gespielt. Witcher 2 habe ich wieder gespielt. Ich habe auch wieder Red Dead installiert, Red Dead Redemption, Skate 3. Das ist ein sehr wichtiger Titel für mich. Sehr geile vor allen Dingen. Was bremst denn hier so, mein Freund? Das ist aber göttlich. Das wird aus der Klasse eigentlich auch mein Traumauto. Obwohl, ja, knapp gefolgt vom Audi A8 LMS und vom Mercedes AMG GT3. Die beiden sind auch mega sexy und mega nice. Hallo, du brauchst mich nicht reinfahren. Tut mich Not. Lieber Marc. Die Runde. 4 Sekunden besser. Gut. Bevor wir jetzt noch Luca. Was fährt denn Luca? Schönes. Okay, eine R8. Der ist auch richtig böse. Jetzt sieht super geil auch eine Nordschleife. Mach ich sehr gerne. Ist der stumm? Nicht berührt. Ich hab das Haut am Tunnel. Ich meine, was soll ich das noch sagen? Flog da einfach dreht, ne? Das ist ungefähr 9.500 Umdrehungen. Ist nicht schlecht. Aber ich will leben. Nein, nicht so schnell, Fabian, nicht so schnell. Ich will das Ding mal richtig gerne auf der Nordschleife rumprügeln. Hätte ich mal richtig Bock drauf. Oh, yes. Ich hab die Kurve nicht gesehen. Komm, Luca.
Nee. Ach, Mack ist jetzt sogar vorne. Wird auch mehr. Naja, ist eine dumme Aktion von mir, ich weiß. Ich komme noch vorbei, aber ja, die Piste ist leider nicht so breit hier an der Stelle. Jetzt aber. Au. Klang dieses Motors. Porsche weiß einfach, wie man Boxermotoren baut. Sechszylinder Motoren. Das ist einfach so göttlich. Schön, dass es dieser Wagen ein Spiel gefunden hat. Am besten das ganze Feld aus der Klasse. Und auch aus anderen Klassen. Ich würde es so feiern. Vielleicht sogar als Expansion oder so. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß aber nicht, wie das mit den Lizenzen ist. Ich meine, glaube ich, Race Room hat auch viele dieser Autos. Ist da vielleicht irgendwie auch eine Exklusivlizenz gibt von irgendwem oder so? Ich weiß es nicht. Ich hoffe natürlich nicht. Wer weiß. So, Rennen Nummer 2. Ist man schon mal volle Punktzahl geholt. Ist ja schon mal ganz gut. Aber die meisten Punkte, die kommen ja noch in den weiteren 5 Rennen. Haben die auch, denke ich mal, eigentlich wir müssen... Das heißt, müssen nicht, aber es wäre sehr sinnvoll, wenn wir sehr viele Punkte holen. Denn ich will auf jeden Fall nach dieser Meisterschaft schon in die in den Forza Drivers Cup kommen. Also die Meisterschaft, diese Meisterschaft jetzt, ein Schaurennen und dann könnte es von den Punkten reichen, wenn wir genug Punkte haben. Ich meine, das waren irgendwie 5700 oder 5800. Sollten wir schaffen. Och, Bathurst, geil. Das finde ich geil. Weil ich jetzt Bathurst mit jeder Klasse ziemlich geil. Natürlich vor allem auch Supercars. Mit Formel 1 ist das Ding geil, mit LMP ist das geil. Indycar habe ich noch nicht gefahren. Nesca war, glaube ich, auch geil. Touren waren so geil, ist alles geil. Hammergeile Strecke. Ich liebe sie. Und wir könnten mir sogar vielleicht an den Topspeed des Porsches rankommen. Obwohl bei Fest gar nicht mehr jetzt mal so mega krass aussieht. Ich meine, die Gerade, die ist halt lang, geht auch noch erst ziemlich hart bergab. Da kann man schon ziemlich guten Speed erreichen. Ich würde sogar fast sagen, vom Topspeed her mit einer der schnellsten Strecken im Spiel. Nach Nordschleife und Le Mans. Vielleicht sogar die drittschnellste. Würde ich jetzt mal so schätzen. Also gerade ist auch nochmal lang. Oder geraden. Der mehrere lange Geraden. Let's go. 2 Runden, ja. Ist jetzt mal okay. Auch schon eine Viper da vorne rechts. WC6. Oh Gott, zu dritt hier ist nicht gut. Aber ein Porsche, der ist aber schnell. Okay, wegen Windschatten auch vom Z4. Oh ja. Oh, der hat einen Sound an, dieser V8. Der gerade gebrüllt hat. Muss ich auch mal fahren, das Ding. Ich habe im Spiel tatsächlich noch nie gefahren. Und also ich fast geil von den GTs. Ich bin jetzt gefahren halt bei Audi und Chevrolet, ist ja klar. Ich glaube Viper ein bisschen. 458 bin ich gefahren. Den GTLM 458, glaube ich. Und sonst war es das, glaube ich, auch schon. Und dann den Nissan noch, der klasse ist. Hat zwar eigentlich keinen Sinn hier, aber ist halt trotzdem in der Forza GT-Klasse. Ja, das muss sein. Der Wagen ist noch ein bisschen zickig. Muss eingefahren werden, auf jeden Fall. So, jetzt geht gerade. Schön bergab. Und sehr schnell sehr viel Speed auf.
Da darf er auch noch auf jeden Fall. So, wieder Windschatten ziehen. Okay, ich muss länger auf jeden Fall ein bisschen. Okay, ich muss ein wenig rüberbremsen. Weil Bremsen schon ziemlich spät ist. Eine riesen Frittentheke. Und die von GT3 ist ja sowieso schon nicht mehr von GT3 RS. Das ist ja schon jetzt nicht gerade winzig, aber der hat jetzt noch mal ein Stückchen größer. Kleines Stückchen. Aber sie hilft ja auch hier. Und sieht halt auch ziemlich geil aus. Wie sieht es von hier unten aus? Ja gut, ne? Fetten Rennwagen. Alles raus. Alles leicht. Alles umgebaut. Natürlich auch Käfig drin. Kurve. Bagteil nur Dritter. Ich denke, zweiter Platz ist noch drin. Hast du die Theke vom R8? Hier ist sogar ein erster Platz drin. Scheiße. Dann wird, glaube ich, nichts mehr. Ich muss schon echt stark aufholen. Was ich aber tue. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Tschüss. What the fuck, einfach nur. Einfach bremst Scheiße. Das Gefühl, der Porsche, der ist schon ein bisschen schneller als die anderen. Das ist echt unnormal, den abgeht. Aber es hat ein Porsche, ne? Die gehen alle unnormal ab. Und das auch trotz wenig Leistung. Die brauchen nicht viel Leistung. Das sind halt Porsches. Läuft doch, Alter, bei einer Rundenzeit. Also 3 Sekunden besser. No Challenge. Ich fahre jetzt noch ein Rennen auf Expert und dann kann ich ja vielleicht jetzt noch dann die letzten 3 Rennen auf Pro fahren. Deal? Da würde ich sagen. So, weiter geht's. War schon mal gute Punkte gesammelt jetzt. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Du brauchen wir auch dringend. Kreditbelohnung gibt es für 2 Runden in Bathurst. Naja, fast 30.000. Kann sich sehen lassen. Für die 13 Kilometer, 12 Kilometer. Auch kein Wheelspin. Einen älteren Honda. Oh Gott, das wird lustig, glaube ich. Infineon Raceway oder Sonoma. Ich kann ja beides sagen. Sind wir das nicht letztens gefahren mit dem, was war das denn? Ach, mit dem hier Daytona Prototype? Bin ich mich nicht ganz irre. War das nicht sogar in der letzten Folge wahrscheinlich? Kann sein. Okay. Was haben wir denn so an Mods? Was für die Noten sind es denn? Obwohl 3, nee, da lohnt sich keine Mods. Langes Rennen mache ich auch noch nicht. Vielleicht, wenn eine coole Strecke kommt. Vielleicht. Die kurze Strecke ist ja meistens die letzte. Habe ich jetzt mittlerweile so mitbekommen.
Also aus meiner Perspektive jetzt so meistens die coolste. Weiß ich, Daytona, Bathurst, Le Mans, Nordschleife. Mal gucken, was hier auf uns wartet. So, nochmal, wo ist denn die Grand Prix-Strecke? Ich würde auch gerne mal wieder die NASCAR-Variante fahren. Finde ich auch ziemlich geil. Eigentlich geiler als die. Aber so nochmal ist nicht einfach. Eine sehr schmale Strecke. Ja, relativ schmal. Sehr gut, KI. Sorry. Luca, Gas rechts, ne? Jetzt ist die Bremse. Upp, scheiß drauf. Lol. Den hab ich nicht kommen sehen. Nein, nein, nein. Alles klar. Uiuiui, uiuiuiuiuiuiui, das war nicht so weit. Bremspunkt, auch zu spät. Man kennt ihn. Mad Max, ich komme. Das Name ich immer noch nicht weiß. Muss das nicht mal nachgucken, meine Freundesliste. Der ist ja da drin. Der eigentlich wirklich heißt, wenn er es angegeben hat. Das habe ich mir nicht angegeben, dass da mein echter Name steht. Was Spoiler bei euch, ich heiße Fabian. Noch ein Spoiler, ich heiße mit Nachnamen nicht Skilling. Ja, das ist echt cool, ne? Wenn ich echt Fabian Skilling heißen würde. Das wäre ziemlich cool. Das weiß ich aber nicht. Das sage ich, weil das wirklich auch jemand dachte. Man dachte, dass ich wirklich von richtiger Name Fabian Skilling ist. Und das ist natürlich nicht so. Welche Überraschung. Komm, auch ein Jahr. Viel zu weit außen. Okay, da drin sind kein Quersteher. Ach, scheiße. Ich hab's wieder vergessen. Gleich zur Runde. Bremspunkt war deutlich besser. Echt ziemlich gut sogar. Fährt noch da vorne. Von die aller Acht oder wie? Anscheinend irgendwie schon. Nein.
Ich bin doch noch Zweiter. Noch keinen Fehler gerade. Ich will jetzt aber nicht zurückspulen. Ich habe es ja noch gerettet bekommen. Aber mehr durch Glück als durch Skill. Ich komm's einfach mal hier. Okay, war zu früh. Na, bremst mich sogar. Oh, sehr gut erwischt. Okay. Man fällt gerade ein bisschen Offroad. Das finde ich sehr gut, Marc. Komm! Nein, 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 da war jetzt nichts. Das krieg ich noch hin. Oh, oh, oh! Jawohl! muss es bitter sein. da habe ich noch mal ganz schön großes Glück gehabt. Dass Marc da noch mal ins Gras gefahren ist. Die quasi den Sieg geschenkt hat. Ja. War irgendwie nicht knapp, würde ich sagen. Nicht mal 2/10. Nee, so ist das halt. Kann passieren. Weitere Punkte, sehr gut. Ich bin auch mittlerweile ganz gut Vorsprung. Also damit kann ich leben auf jeden Fall. Genau, speichern. Fahren wir noch ein Rennen? Ja, komm. Aber nur, weil ihr seid. Wird mal Gönner-Modus. Nein, Spaß. Ich bin da gerade mal bei, weiß ich, 25, 26, obwohl 27 Minuten vielleicht, 26. Alter, geht noch ein Rennen. Locker. 33.000. Guck mal, nur 3.000 mehr als die zwei Runden an Bathurst. Und Wheelspin. Ich denke an den Honda. Der kostet mich zwar 10.000, aber die werde ich ausgeben. Aber gerade so, ja. Kann ich mir fast nicht leisten. Okay, noch ein super Trofeo. Den werde ich aber ignorieren, weil ich den nicht brauche. Ich hätte nämlich schon einen. Und wozu brauche ich zwei? Einer reicht doch. Das ist eh beides das Gleiche. Es wäre wirklich cool gewesen, wenn wir jetzt Nordschleife fahren würden und nicht nur GP. Aber ich denke, wenn wir jetzt GP fahren, ist an sich Nürburgring als Location schon raus. Ja, das ist ziemlich schade. Aber wir machen mal einmal auf Pro, dass es ein bisschen schwerer wird. Das finde ich cool, Nürburgring. Das ist passend auf jeden Fall. Für diese Autos. Vor allem für den Porsche. Macht Sinn. Aber jetzt wäre Nordschleife gewesen. Oder Nordschleife mit GP. Also die 24-Stunden-Variante. Das wäre jetzt richtig geil gewesen, wenn wir die fahren würden. Dass ich eine Runde oder zwei. Das wäre richtig geil gewesen. Gut, man kann nicht alles haben. Aber so eine Nürburgring ist ja auch schon mal nicht schlecht. GP-Strecke, die ist auch geil. Wunderbar. Obwohl, ich nutze mal noch einen Mod. Wo war der denn? Und zwar, ich würde gerne weiter vorne starten. Das ging doch irgendwie mit einem Mod. Da habe ich doch irgend sowas gezogen. Nein, wo war denn das hier? Genau, hier, gucke mal. 5 Startpositionen weiter nach vorne. Den gönne ich mir erstmal. So, also starte ich als 7. Vielleicht. Ja. Sorry.
fühlst du dich nicht wieder heimisch? Wieder der Kim hat er essen. Oh nein. Nico, warst du hier? Zurecht? Obwohl der Ding eigentlich gar nicht so schwer ist. Ich kann es irgendwie nicht. Hört euch die Länge gerade. Ein kleiner Knick, der aber folgendes gehen sollte. So nicht. Ich sag, wir schaffen 2,50 locker. Also locker nicht ganz so, aber. Oioioi. Das hat auch niemand gesehen, dass nichts passiert. Ja, war nur ein bisschen zu spät. Ausnutzen. Natürlich ist die Runde noch sauber. Warum auch nicht? Typisch Sportler-Logik. Ich werde es mit einem Reifen am Körper. Runde ungültig. Hier. Ich kürze volle Kanne ab. Runde gültig. So, man sieht das vorne. Wahrscheinlich fährt er nach, schätze ich mal. Ich weiß nicht, was er vorne gefahren ist. Schade, und? Natürlich, kann alle R8. Oh, okay, Tom fährt ein Essen. Was fand ich alle meine Freunde hier R8? Das muss ja wohl was heißen. Richtig, das da schon geile Autos baut. Deswegen fahre ich einen Porsche. Keine Acht. Ja, perfekte Kurve. Das ist aber ein Könner am Werk hier, ne? Wenn man es gerade wieder sieht. Ja, so Blenkung ist manchmal nicht so geil. Wie sie das noch kriege? Ich weiß nicht. Ich würde mal behaupten, eher nicht so. Hat schon ziemlich guten Vorsprung. Mit seinem Cheetah R8. Ja, und deswegen fallen auch alle, ne? Die Cheetah-Karre. Da muss es liegen. Ich muss später bremsen, aber halt die Sonne, die sehe halt nichts. Das ist das Problem. Ich sehe nicht, wo die Kurve ist. Weil die Sonne nicht blendet. Oh gut, ist halt realistisch, ne? Wenn die Sonne da steht, dann kann die dich auch schon mal blenden. Noch eine Runde. Spät. Ich weiß nicht, was der Rammer gerade sollte von ihm. Ja, wie weit links soll ich dann bitte noch fahren? Im Gras sicherlich nicht. Der zweite Platz sollte drin sein.
Ich hoffe es. Mir würde es auf jeden Fall reichen. Das war ganz gut. Ah, sogar perfekt wieder. Leute hinter mir, ne? Ich habe das Gefühl, ich fahre gerade nicht so gut. Wo das fliegen könnte. Hier ist ein paar Leute sind hier hinter mir. Wobei anscheinend vorbei, tippe ich mal. Könnte sich aber richtig hart abschminken. Das werden sie nicht mehr schaffen. Bremsen sie in einer Kurve? What the fuck? Ich glaube, das ist so übertrieben früh. Aber warum bremsen sie in einer Kurve? Das kann man voll das machen. Boah, komisch, verkackt. Aber es reicht für den zweiten Platz. Dann geht's jetzt hier los. Da mehr Wald für mich nicht drin, ne? Aber gut, dafür immerhin 990 Punkte. Also hat Silas, denke ich, mal 1000 bekommen. Schätze ich jetzt mal so ganz grob. Würde Sinn ergeben. Okay. Was ist denn das für eine komische Abstufung? 1000, 990, 950, 910? Hä? Sind eigentlich immer so 40 Punkte, aber. Naja, noch 30 irgendwann. Ich habe nur 10 weniger als Silas. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Das habe ich sogar meinen Vorsprung noch weiter ausgebaut eigentlich. Oh yes. Ja. Der Vorsprung ist ziemlich nett. Aber geil. Bin gespannt, was wir jetzt gleich fahren werden. Das werde ich jetzt auch gleich sehen. Ihr wahrscheinlich erst morgen. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.